Stefan, willkommen in Augsburg. Schön, dass du da bist. Wie fühlt es sich an, nun Teil des FCA zu sein? Herzlichen Dank. Ja, natürlich gut. Ist eine interessante Aufgabe. Ich denke, wir haben etwas Spannendes vor uns. Für mich persönlich was ganz Neues, von der Liga her, vom Club her natürlich auch. Und von dem her, ja, freue ich mich sehr. Wie war deine Reaktion, als der FCA bei dir angeklopft hat? Ich habe natürlich nachgefragt. Ich kenne einige Spieler, die hier waren, wie Manninger, auch Marvin Hitz. Von dem habe ich mit dem gesprochen und ja, haben alle gut gesprochen von diesem Verein. Wie gesagt, das Projekt ist sehr interessant. Eine schwere Aufgabe, von dem her ja, war ich begeistert. Du bringst selber jede Menge Erfahrung mit, hast jahrelang in der Champions League gespielt, warst mit der Schweiz letztes Jahr bei der WM dabei, bist, glaube ich, auch einer, der gern vorangeht, die jungen Spieler mitnimmt. Wie denkst du, kannst du diese Erfahrungen beim FCA mit einbringen? Gut, das werden wir jetzt von Tag zu Tag sehen. Natürlich gibt es jetzt erstmal den Start wieder ein bisschen gerade zu biegen, weil der war nicht gerade ideal. Von dem her ja, werden wir jetzt mal auf Samstag hinarbeiten und dann schauen wir Tag für Tag, wie ich mich da einbringen kann, dem Team und den Jungen und dem Club helfen kann. Martin Schmidt, Trainer des FCA, ist ein Landsmann von dir. Kennst du ihn vielleicht schon? Und war das auch mit ein Grund für den Wechsel zum FCA? Ja, natürlich auch. Natürlich. Kenne ihn aber persönlich noch nicht. Von dem her ja, bin ich gespannt. Du hast jetzt für ein Jahr unterschrieben. Was sind deine Ziele und Ambitionen hier mit dem FCA? Was willst du mit der Mannschaft erreichen? Gut, natürlich sehe ich das Wichtigste ist der Klassenerhalt. Und dann, wenn es Luft nach oben gibt, ist natürlich ja, der Weg nach oben ist frei. Von dem her ja, bestmöglich abschneiden. Dann wünschen wir dir von Herzen einen ganz guten Start beim FCA und viel Erfolg. Besten Dank.